Liebe Freunde, gerade komme ich wieder einmal vom Joggeln zurück. Joggeln kann auch kommunikativ sein. Das habe ich heute erlebt. Bin ich doch angesprochen worden von zwei Spaziergängern, an denen ich gerade vorbeiziehen wollte. Und sie sprachen mich an und sagten, sie würden mich täglich sehen, wie intensiv ich doch Sport treibe, würden das bewundern, wie ich das in meinem Alter noch könnte und würden sich das für sich auch so wünschen, Sport zu treiben. Ich widersprach natürlich, das können Sie sich denken, und sagte, ich treibe keinen Sport, ich mache physikalische Bewegung. Das tue ich für meine Gesundheit und für ein langes Leben ohne Krankheit. Deshalb bewege ich mich. Und von Sport, insbesondere von Leistungssport, halte ich nicht sehr viel, weil das lebensverkürzend ist und unserer Gesundheit abträglich ist. Das sagte ich ganz kurz und freundlich und sagte, Sie könnten das auch wissen und würden noch mehr erfahren, wenn Sie meinen Informationsdienst AgriSmart folgen würden. Das ist ganz leicht für Sie möglich und ich gab Ihnen die E-Mail-Adresse von mir, um eine Anmeldung zu ermöglichen. Ja, vielleicht habe ich damit auch zwei Menschen gewonnen, die sich für diese Informationen interessieren und über die Informationen mehr Wissen gewinnen, um ein Leben ohne Krankheit zu erreichen. So, nun geht es heute weiter in unserem Infodienst. Herzlich willkommen zum 29. AgriSmart. Lernen wir heute noch mehr über Krebs. Sie erfahren gleich, warum das notwendig ist, über Krebs mehr zu wissen, als es jetzt schon der Fall ist. Zunächst aber mein Hinweis an alle Interessenten an schmerzfreiem Leben. Besuchen Sie mein Online-Seminar, es ist kostenlos und es handelt sich dort um die Hochtonfrequenztherapie und erfahren Sie in dem Online-Seminar, wie Sie Rückenschmerzen, Gelenkschmerzen oder andere Schmerzen schon innerhalb von 6 Stunden durch eine geeignete Selbstbehandlung, natürlich ohne Nebenwirkungen und Risiken, anwenden können und innerhalb dieser Zeit, innerhalb dieser 6 Stunden schon Ihren Schmerzen Adieu sagen können. Sie sehen hier den Link, wo Sie sich anmelden können. Sie finden den Link im Text dieses AgriSmart am unteren Ende nochmal als Link, dass Sie einfach dort nur darauf klicken können, um sich anzumelden. Tun Sie das rechtzeitig, da die jeweilige Teilnehmerzahl an den begrenzten Seminaren, also die Teilnehmerzahl, begrenzt ist. Nun wieder zu Krebs. Insbesondere müssen wir mehr über Krebs wissen, wie wir uns vor Krebs schützen können und wie wir uns im Fall der Fälle im Kampf gegen Krebs als Sieger erweisen. Krebs ist eine heimtückische Krankheit und das mit steigender Tendenz. Auf der Todesursachenliste befindet sich die heimtückische Erkrankung Krebs auf dem zweiten Platz, das wissen wir, aber es ist mit steigender Tendenz. Das heißt, wir können erwarten, dass bald Krebs den unrühmlichen Platz Nummer 1 auf der Todesfallliste einnehmen wird. Warum ist das so? Warum denken wir, dass es so eine schlechte Tendenz gibt? Gibt es mehr Krebs oder bringt die aufwendige Krebstherapie, wir wissen das ja, nicht die verheißenden Erfolge? Müssen wir uns vor Krebs einfach und vor Krebs mit seiner Macht über den Tod jederzeit ergeben und das als Schicksal hinnehmen? Jeder, den es der Krebs trifft, muss alles so hinnehmen, wie es ist. Ich nenne zunächst erst einmal 2 Gründe, warum Krebs alle Anstalten macht, den Platz 1 der Todesursachenliste alsbald zu erreichen. 2 Punkte also. Der erste Punkt, der Inhaber von Platz 1, nämlich die Herz-Kreislauf-Erkrankungen, werden durch die Medizin immer besser bekämpft. Aufgrund der Fortschritte in der Medizin auf dem Gebiet der Herz-Kreislauf-Erkrankung sinkt dort die relative Todesfallzahl, das heißt das relative Todesfallrisiko sinkt bereits jetzt schon und wird weiterhin sinken. Das ist also ein Grund, dass Krebs aufholt. Und der zweite Grund ist,
dass die herkömmlichen Krebstherapien mit Operationen, mit Strahlentherapie oder mit Chemotherapie oder Kombination aus diesen drei herkömmlichen Therapien gegen Krebs erzielen konnten. Das sind also die beiden Punkte, die aus meiner Sicht dafür verantwortlich sind, dass wir sagen müssen, die unrühmliche Entwicklung von Krebs wird bald zur Todesfallursache Nummer 1 führen. Aber ich sage es gleich, dass nahezu jeder von uns individuell dem Schicksal entgehen kann. Dem vermeintlichen Schicksal meine ich. Dem vermeintlichen Schicksal zum Krebstod. Individuell können wir dem entgehen. Viele Menschen suchen den richtigen Weg und haben damit gute Chancen, zu einem Leben ohne Krankheit, also auch zu einem Leben ohne Krebs zu kommen. Mit meinem Infodienst leiste ich einen geringen Teil dazu, dass Menschen diesen Weg oder diese Wege finden können. Was wir kürzlich im Infodienst gelernt haben, erinnern Sie sich, es ging um die Häufigkeit von Krebs im Verlaufe der letzten 100 Jahre. Krebs ist also angestiegen in seiner Häufigkeit. Und das kann man sogar bemessen und das trifft zumindest für die industrialisierten Länder vor. Während noch vor 100 Jahren, wir sehen es hier in der Grafik, ungefähr jeder 80. Mensch von Krebs betroffen war, vor 50 Jahren jeder 50. Mensch, ist es heute schon ungefähr jeder dritte Mensch, der von Krebs betroffen ist in seinem Leben. In Kürze, so meinen die Wissenschaftler, nämlich im Jahre 2020 wird es jeden betreffen. Das muss man sich einmal vorstellen. Es gibt eine Vorhersage, dass es im Jahre 2020 jeden betrifft, der Fall Krebs. Und 2020, das ist ja bald. Nun mag man sich an Ärzte mit der Frage wenden, warum Krebs offensichtlich heute viel, viel häufiger ist als vor 20 Jahren. Das haben wir zumindest im Gefühl. Und ich muss auch gleich sagen, die Messzahlen sagen das aus. Wir haben zurzeit fast 500.000 Neuerkrankungen Krebs in Deutschland pro Jahr. Fast 500.000 Neuerkrankungen Krebs pro Jahr, die wir erkennen. Da bekommt man jedenfalls, wenn man die Frage stellt gegenüber den Ärzten, wie kommt das, dass es offensichtlich viel häufiger jetzt ist mit dem Krebs, bekommt man häufig die Antwort, gerade von Ärzten, dass wir heute viel älter werden und deshalb an Krebs erleiden müssen und den Krebs erleben. Früher, als die Menschen nicht so alt wurden, wurde der Krebs nicht erlebt. Ich bin aber mit dieser Antwort absolut nicht zufrieden. Warum sind dann die gestiegenen Häufigkeiten des Krebses bei Kindern zu verzeichnen? Wir haben dort Anstiege, die sind phänomenal. Und wir wissen doch auch, dass gerade diejenigen Naturvölker, die 100 Jahre alt werden und älter, dass die überhaupt keinen Krebs haben. Gerade die, die so alt werden. So gibt es bei den Hunzas nachweislich mindestens seit 900 Jahren nicht einen einzigen Fall von Krebs. Alle Menschen meines Informationsdienstes Agile Smart wissen das schon. Also ich lehne es ab, diese Antwort, und ich will das nicht akzeptieren, dass wir deshalb mehr Krebs haben, weil die Menschen älter werden. Nur deshalb garantiert nicht. Ich lehne es ab. Es muss doch Möglichkeiten geben, ein hohes Alter zu erleben und dabei schwere Krankheiten, also auch Krebs, zu vermeiden. Ich meine, dass wir auf der Grundlage eigenen besseren Wissens unsere Grundgesundheit vor Krebs auch schützen können. Also Wissen schützt uns vor Krebs. Ich erinnere Sie, ich bitte Sie, sich zu erinnern, in einem Video vorheriger AG Smart Beiträge hat Professor Edinger Studien verglichen und einerseits konstatierten wir dort, er hat uns die Ergebnisse gebracht und die weichen auch nicht ab von anderen, die das vortragen, dass wir konstatieren müssen, bei der Behandlung von Krebs nur mit Operation, Strahlentherapie und Chemotherapie oder in Kombination dieser, dass wir nur eine sehr, sehr geringe und enttäuschend geringe Überlebensrate von 5 Jahren haben. Wir sehen es hier in der Grafik auf der linken Seite,
Fünf Jahre überleben die Patienten, die Krebs haben, nur zu 3%. Also von, und das ist weltweit gesehen. Man muss also sagen, von 100 erkrankten Krebskranken, also von 100 Krebskranken, überleben nur circa, und das sind weniger als 3, die 5 Jahre. Ganz anders sieht es aus nach den Studien, die uns vorliegen und die auch Professor Edinger vorgetragen hat in ihren Ergebnissen, wenn Krebspatienten anstelle des herkömmlichen Vorgehens, also anstelle von Operation, Chemotherapie und Strahlentherapie, nur das Vitamin B17 einnehmen, also nur Vitamin B17. Die Studien zeigen, dass allein durch den Verzehr dieses Vitamins 80% der Krebskranken überleben. Das sehen wir in der rechten, gelb markierten Spalte der Tabelle. Und hier geht es nicht um eine Überlebensrate von 5 Jahren, sondern um eine Überlebensrate von 18 Jahren. Wenn man diesen Prozentsatz durch weitere Zunahme von Enzymen zu dem B17 noch verbessern kann, dann ist das schon der Fall, dass nämlich zusätzliche Gabe zu B17 die 80% noch erhöhen. Also unglaublich der Unterschied zwischen den herkömmlichen Erfolgen mit weniger als 3% und nur B17-Gabe mit über 80% und hier sogar verglichen 5 Jahre Überlebensrate mit 18 Jahren Überlebensrate. Da fragt man sich doch, warum das Verfahren, was ja mit B17 schon seit 40 bis 50 Jahren üblich ist weltweit, warum das hier von nur wenigen Ärzten und Heilpraktikern begleitet wird. Die Antwort ist, dass das Vitamin B17 allein schon in der Form von Aprikosenkernen eingenommen werden kann, also als ganz normale Ernährung. Also Aprikosenkerne führen zu diesen Erfolgen. Somit ist die Pharmaindustrie und Apotheker nicht interessiert, weil sie überhaupt nichts an Aprikosenkernen verdienen können. Diese Aprikosenkerne kann man nämlich im Reformhaus oder über Amazon preiswert beziehen. Ähnliche Verhältnisse kennen wir auch beim glorreichen Einsatz von Vitamin C gegen die Arteriosklerose. Wir haben es von Professor Rath erfahren und wissen von Nobelpreisträger Linus Pauling davon. Auch dort entgehen der Pharmaindustrie die erhofften Gewinne. Und so ist es hier bei Krebs auch im Verhältnis zu B17. Deshalb positionieren sich Pharmaindustrie und die ihnen hörigen Medien, leider muss ich aber auch viele Ärzte dazu zählen, gegen den Einsatz von Vitamin B17 bei Krebs. Welch eine Unterlassung! Der weltweite Einsatz der Substanzen der Chemotherapie übersteigt die 100 Milliarden US-Dollar jährlich im Umsatz. Also weltweit wird mehr Umsatz als 100 Milliarden US-Dollar gemacht. Und davon fällt allein über die Hälfte auf einen einzigen US-Pharmakonzern. Da wird einem klar, dass es in den USA Ärzten sogar gesetzlich verboten ist, das Vitamin B17 ihren Patienten auch nur zu empfehlen. Soweit sind wir in Europa noch nicht, aber von einer ausreichenden Aufklärung der Menschen über die Vorteile von Vitamin B17 sind wir auch hier noch weit entfernt. So ist das eben in einem auf Profit orientierten Gesundheitswesen. Doch wir als aufgeklärte Zeitgenossen bedienen uns geeigneter Informationen, zum Beispiel übers Internet, jetzt im Moment gerade, und wollen es besser wissen. Besser wissen, als es das System vorgibt. Deshalb bekomme ich auch von vielen Interessenten dieses Informationsdienstes immer wieder konkrete Fragen nach der Einnahme, wie eben Vitamin B17 eingenommen werden sollte, einerseits zur Prävention, andererseits zur Behandlung von Krebs. Bevor ich jedoch in einem der nächsten AgilSmart diese Informationen konkret gebe, denke ich, sollten wir uns noch mehr Wissen über Krebs erwerben. Dazu dienen meine nächsten hier folgenden Ausführungen. Wenn wir uns mit Krebs beschäftigen, der übrigens seinen Namen von dem uns allen bekannten Tier gleichen Namens hat, das sich in alle Richtungen bewegt, vergegenwärtigen wir uns also, wenn wir von Krebs reden, was eine normale Zelle braucht. Beschäftigen wir also damit, was braucht eine normale Zelle? Das sind 5 Sachen. Erstens ist es Sauerstoff,
Jede Zelle braucht Sauerstoff, genauso wie zweitens Wasser. Eine Zelle braucht Nährstoffe und eine Zelle muss immer eine Entgiftungsmöglichkeit haben und sich entsorgen. Die Abprodukte müssen weg und eine Zelle muss auch giftfrei sein. Wenn das nicht gesichert ist, sterben die Zellen oder sie mutieren. Zum Beispiel mutieren sie zu Krebszellen. Wir wissen, dass die DNA regiert. Also die DNA regiert wie eine Blaupause. Sehen wir die DNA als Gesetz für jede Zelle. Und Krebszellen rebellieren gegen das Gesetz der DNA. Die DNA bestimmt ja, wann sich die Zelle teilen soll und wann die Zelle sterben soll. Krebszellen teilen sich immer mehr und völlig autonom. Der Körper versucht, sich von den Krebszellen zu trennen, da der Krebs versucht, den ganzen Körper mit Krebs zu verseuchen. Das ist also ein Kampf. Jede Zelle richtet sich nach derselben Vorschrift eines Bandes oder wenn man sagt eines Buches mit Kapiteln. Oder können das auch die Vorschriftenmenge sehen als ein Magnetband mit lauter Records von zum Beispiel Musikstücken. So kann man das vergleichen. Doch spielt jede Zelle nur den auf dem Band ihr zugeordneten, gespeicherten Musiktitel. Nasenzellen zum Beispiel führen ein anderes Leben, also haben eine andere Funktion, als Leberzellen. Zellen bleiben an ihrem Ort und erfüllen die ihr zugeordnete Funktion. Zellen mischen sich nicht in die Tätigkeit anderer Zellen ein. Und Zellen haben übrigens auch Rezeptoren, über die sie kommunizieren. Vergleichen Sie die Rezeptoren mit Postleitzahlen. Soweit zu einigen allgemeinen Betrachtungen der Zellen. Nun zu deren Aufbau und Funktion. Wir sehen im Bild eine Zelle. Das ist das, was mit der dicken grünen Linie umrandet ist. Das, was innerhalb der grünen Linie ist, ist intrazellulär, also in der Zelle. Und was außen herum ist, diese Masse, zum Beispiel angedeutet hier mit den roten Strichen, das ist der extrazelluläre Raum, der um die Zelle herum ist. Die Zelle selbst ist immer so aufgebaut, dass in ihrem Inneren Kalium, da steht der Buchstabe blau K dafür, dass in der Zelle also Kalium vorherrscht und innen basisch ist. Außen um die Zelle herum herrscht Natrium vor und somit saures Milieu. Also innen Kalium basisch und außen Natrium sauer. Intrazellulär Kalium basisch, extrazellulär Natrium sauer. Wenn zu viel Natrium um die Zelle herum ist, hat sich das Gleichgewicht zwischen Natrium und Kalium zugunsten von Natrium verschoben. Das heißt, wir haben ein saures Milieu und es kann Krebs entstehen. Saure Milieus können überhaupt zu Erkrankungen führen, zu Entzündungen zunächst und dann zu Krebs. Der Verlust von Kalium in der Zelle kann zum Beispiel auch geschehen, aufgrund von Medikamenteneinnahme oder aufgrund von gestörter Nierenfunktion. Ich will jetzt nicht alle Ursachen aufzählen, aber nehmen wir mal diese beiden Gründe der Medikamenteneinnahme und der Nierenfunktion. Hier sehen wir noch einmal die Zuordnung des Kalium innerhalb der Zelle, basisch. Basisch heißt pH-Wert über 7. Und hier sehen wir außerhalb der Zelle Natrium. Das heißt, außerhalb der Zelle saurer Wert, pH-Wert kleiner als 7. Innen und außen verglichen, basisch und sauer, das sollte bei den gesunden Verhältnissen in der Balance sein. Wir können das auch als Plus und Minus vergleichen und kennen hier also auch den Begriff der Zellspannung. Also irgendwo ist Plus und irgendwo ist Minus. Innerhalb und außerhalb und damit gibt es eine Zellspannung und damit reagiert die Zelle auch auf normale Dinge, auf natürliche Dinge über die Zellspannung und wenn das dann gestört ist, zum Saueren hin, also in der Zelle weniger Kalium, außen mehr Natrium, dann verringert sich diese Spannung und wir wissen auch, eine Krebszelle hat keine Zellspannung mehr, beziehungsweise nur eine sehr, sehr geringe. Nun noch einmal zurück. Kalium verringert sich in der Zelle
zum Beispiel durch Medikamenteneinnahme und gestörte Nierenfunktion. Und außerhalb der Zelle wird Natrium erhöht. Die Nahrung kann das machen. Wir können sauer uns ernähren, also Nahrung zu uns nehmen, die die Säure erhöht, saures Milieu macht. Ich sage nur ein Beispiel oder zwei Beispiele, weißes Mehl und raffinierter Zucker, aber auch Alkohol und Rauchen. Das ist nun Rauchen und ist nun keine Nahrung mehr, aber das erhöht die Säure. Und Natrium wird auch erhöht, wenn wir überhaupt Entzündungen vorfinden. In der Zelle also Kalium verringert, außerhalb Natrium erhöht. Das verändert die Verhältnisse so, dass wir ein saures Milieu haben. Die Zelle oder unser Organismus ist immer bestrebt, die Verhältnisse wieder zu neutralisieren. Das gehört quasi zu unserem Leben dazu. Und da ist unser Organismus gnadenlos. Er entzieht also woanders Mineralien oder andere Stoffe, wie zum Beispiel Wasser, um die Verhältnisse wieder zum Neutralen hinzubringen. Also außerhalb der Zelle das Natrium abzusenken und innerhalb das Kalium anzuheben. Das verstehen wir unter Neutralisierung. Und dazu holt sich zum Beispiel der Organismus Calcium, also Mineralien, in dem Falle Calcium, aus den Knochen. So führt also der Neutralisierungsprozess dazu, dass Knochen entkalzifizieren, demineralisieren. In der Folge des Neutralisierungsbestrebens wird also auch Wasser herangezogen und wir haben im Körper eine Säure, eine Aminosäure, das ist die Hyaluronsäure, die hält das Wasser. Und dort, wo ich also Hyaluronsäure hinbringe, bringe ich auch Wasser hin. Und wo ich Wasser hinbringe, neutralisiere ich. Also das macht der Körper auch sehr, sehr strikt und lässt sich davon auch nicht abhalten. Somit wird zum Beispiel die Hyaluronsäure aus den Gelenken dort in das saure Milieu gebracht. Uns fehlt es in den Gelenken und dort entstehen dann eben auch Erkrankungen wie zum Beispiel Arthrose. Ein Ergebnis, die Arthrose ist ein Ergebnis dieses Bestreben unseres Organismus, die Neutralisation wiederherzustellen, dort wo die Zelle sauer ist. Die Demineralisierung geht weiter. Zum Beispiel holt der Organismus die Mineralien nicht nur aus den Knochen und es führt zur Osteoporose, sondern er holt auch Wasser und Mineralien aus dem Bindegewebe. Und so kommt es zum Beispiel zum Bandscheibenvorfall. Bandscheibenvorfall ist also auch eine Folge der Neutralisierungsbestrebungen unseres Organismus, um saure Verhältnisse wieder zu neutralisieren. Es hat also eine ganze Menge Krankheiten zur Folge, wenn ausgehend von einem sauren Milieu über Neutralisierung bestimmte Mineralien und Mittel zur Neutralisierung aus anderen Gewebebereichen, anderen Organen abgezogen werden, um möglichst Neutralisation wiederherzustellen. Es hat also Krankheiten zur Folge, deren Symptome wir eben mit Schmerzen, mit Entzündungen, mit Erkrankungen, zum Beispiel Osteoporose, registrieren müssen. Schafft unser Körper es nicht, das saure Milieu zu neutralisieren, so entsteht und wächst Krebs. Und ist unser Immunsystem zu alledem auch noch geschwächt, so können die Krebszellen nicht rechtzeitig vom Immunsystem gekillt werden. Krebszellen teilen sich, der Tumor wächst und dazu verdaut er das um die Krebszellen herum befindliche Bindegewebe. Auch dieses ist schwach aufgrund des sauren Milieus. Das haben wir gerade kennengelernt. Aufgrund des sauren Milieus wird ja dem Bindegewebe, werden die Mineralien und Beständigkeit entzogen. Zu alledem siedeln in dem sauren Milieu auch noch Pilze an. Diese Pilze, Candida genannt, bilden mit dem Krebs eine Symbiose. Wir stellen also fest, dass die Ursache für Krebs in der Übersäuerung liegt. Wir sprechen also in der Situation des gestörten Stoffwechsels,
davon, dass hier der Stoffwechsel dazu geführt hat, dass es sauer geworden ist. Den Stoffwechsel können wir jedoch nur über Nährstoffe, also über die Ernährung beeinflussen und hoffentlich ausreichend korrigieren. Jedenfalls ist es nicht erklärlich, wie Operation, Strahlentherapie oder Chemotherapie den Stoffwechsel korrigieren sollten. Das können sie nicht. Es ist zwar zu verstehen und sicherlich auch zu empfehlen, die Operation oder die Strahlentherapie dazu einzusetzen, die gefährliche Raumforderung des Tumors rechtzeitig zu beenden. Den Krebs heilen können wir jedoch nur, indem wir den Stoffwechsel regulieren. Also Ernährung in der Hinsicht verbessern, dass die Säure abnimmt, das saure Milieu abnimmt und wir mehr den Stoffwechsel regulierend dazu einsetzen, dass neutrale Verhältnisse entstehen werden. Und das kann zeitlich parallel und in der Folge der herkömmlichen Behandlung notwendig sein. Wir können also zeitlich parallel zu Operation oder Strahlentherapie den Stoffwechsel durch Ernährung verändern, müssen es auf jeden Fall auch danach tun. Wenn wir das nicht beachten, ist zwar durch Operation oder Strahlentherapie die Geschwulst beseitigt, also der raumfordernde Prozess, oder er ist verkleinert, die Krebszellen sind jedoch noch vorhanden und das Milieu ist noch vorhanden. Somit kann man sich auch erklären, warum beim Fehlen der richtigen Ernährung, also beim Fehlen des regulierten Stoffwechsels gegen den Krebs, nur die oben zitierten geringen Erfolgsraten von weniger als 3% vorliegen und nicht mehr erreicht wird, trotz des großen Aufwandes. Aber sehen wir uns einmal an, wodurch Krebs charakterisiert ist. Wodurch ist eine Krebszelle charakterisiert? Es sind eine ganze Menge von Punkten und ich habe hier nur einige aufgeschrieben, auf die ich hier eingehen kann. Da ist es erst einmal, Kalium-Natrium sind aus der Balance gekommen. Dann haben wir es immer mit einem supprimierten Immunsystem zu tun, denn sonst bei einem starken Immunsystem könnte ja rechtzeitig die Krebszelle entstehen, gekillt werden. Wir finden bei Krebs auch immer Parasiten, das sind Viren oder Pilze. Wir sehen häufig Metastasen und wir sehen in sehr vielen Fällen diverse Intoxikationen, also Vergiftungen des Gewebes, und wir sehen Verdauungsdefizite. Wir sehen aber auch Angiogenese und andere Dinge, auf die ich jetzt nicht eingehen möchte. Weder gibt es eine Reihenfolge noch den Anspruch auf Vollständigkeit dieser Charakteristiken, die ich hier angegeben habe. Das ist nicht bei jedem Krebs so. In jedem Einzelfall haben wir eine Teilmenge dieser Charakteristika und nur selten finden wir alle von mir aufgelisteten Punkte gemeinsam. Die Krebszelle hat keinen programmierten Zelltod, sie lebt so lange, wie der Wirt. Das heißt aber auch, sie ist nicht unsterblich. Wie zerstören wir nun eine Krebszelle? Ich habe hier 4 Punkte, wie wir vorgehen können. Erstens einmal erhöhen wir den pH-Wert intrazellulär. Das heißt, wir machen in der Zelle mehr Kalium, wir machen dort mehr basische Verhältnisse. Außerhalb der Zelle, also extrazellulär, verringern wir den pH-Wert und somit ist innerhalb und außerhalb der Zelle dann wieder in Balance. Wir erhöhen die Sauerstoffaufnahme der Krebszelle und wir beenden überhaupt die Nährstoffversorgung der Krebszelle. Das sind die 4 Wege, mit denen wir Krebszellen zerstören können. Wir kennen nun unsere 3 Methoden gegen Krebs. Ich habe die hier im unteren Teil aufgeschrieben. Die 3 Methoden sind die Operation, die Strahlentherapie und die Chemotherapie. Keine dieser 3 Methoden erfüllt die oben aufgeführten 4 Wege zur Zerstörung eines Krebses. Die 3 Methoden
verändern keinen dieser vier Punkte, die notwendig sind, um eine Krebszelle zu zerstören. Wenn wir das feststellen und wissen, so müssen wir die Nahrungsversorgung des Krebses unterbrechen. Deshalb muss unbedingt das Immunsystem unterstützt werden. Der Lebensstil muss geändert werden. Und ich zitiere hier einfach einmal Manuel Lazaite Archan: Konzentriere dich nicht auf die Heilung von Krebs, sondern stärke den Menschen. Soweit also zum heutigen Bereich unserer Betrachtung, unserer grundsätzlichen Betrachtung von Krebs auf Zellbasis. Wir haben also gelernt, dass es vier Möglichkeiten gibt, die Krebszellen zu zerstören. Wir haben gelernt, dass unsere drei Behandlungsmöglichkeiten, nämlich Chemotherapie, Strahlentherapie und Chirurgie, alle drei nicht einen einzigen Punkt erfüllen zur Zerstörung des Krebses. Und somit eignen sich diese drei Behandlungen nur, um den Tumor, die raumfordernde Prozesse zu verändern, zu verbessern. Für Krebs müssen wir eine Nahrungsversorgung verändern. Wir müssen unseren Lebensstil verändern. Auf dieser Basis aufbauen werden wir im nächsten AG Smart Informationsdienst weitere Informationen geben, ganz speziell, wie wir uns vor Krebs schützen können und wie wir den Krebs besiegen können. Hier noch einmal eingeblendet der Zugang zur Teilnahme an meinem kostenlosen Schmerz-Online-Seminar. Und das war's auch schon. Freuen Sie sich auf den nächsten Informationsdienst Agilsmart.